Einen wunderschönen guten Morgen und grüß Gott am Dienstag, den 18. August 2020 zu deinem Engelorakel des Tages. Wie jeden Tag wirst du auch heute wieder erfahren, was die Engel und die geistigen Helfer dir mitzugeben und mitzuteilen haben. Und im Anschluss an das Orakel werden wir wie immer miteinander beten. Die Karten sind bereits gemischt und wir wollen schauen, was die Karten uns heute zu sagen haben. Das hier ist übrigens mein Nennement der goldenen Zeit. Oben unter dem i oder im Beschreibungstext findest du übrigens einen Link, wo du diese Karten auch bestellen kannst. Der Ring sagt, es geht heute um Verträge und Verbindlichkeiten in Verbindung mit dem Schiff, die langfristig sind. Global gesehen werden also heute wichtige Entscheidungen getroffen, wichtige Verträge geschlossen, die sehr liebevoll auch sind, weil der Ring steht in Verbindung mit Erzengel Samuel, dem Engel der Liebe, ne, also, und vor allen Dingen, die dauerhaft sind. Ne, also das hier ist dauerhaft und das Schiff spricht von einer Langfristigkeit. Das heißt, es werden zwar heute, wie auch gerade auf der globalen Ebene, wichtige Entscheidungen getroffen, ja, diese haben langfristig ganz, ganz viele Auswirkungen, denn das Schiff zeigt auch an, es bewegt sich alles sehr langsam nach vorne. Aber es bewegt sich nach vorne und führt dann zu einem ganz, ganz großen Glück, denn die Sonne in Verbindung mit Mutter Maria ist im Lenormand der goldenen Zeit die höchste Glückskarte und bringt Wärme, bringt neue Energie, bringt neue Kraft für uns alle mit sich. Also heute ein wunderschöner Tag, in der die Grundlagen geschaffen werden für ein neues Glück, großartig. Hier wird viel über dieses Thema kommuniziert, ja, auch bei dir, hier geht es um Kommunikation, um Gespräche. Äußere dich klar, sprich deine Wahrheit auch vor allen Dingen ganz, ganz klar aus, sagt das Kraft der Engel-Orakel. Erzengel Metatron wird dich auf diesem Weg heute unterstützen und wird dir helfen bei deiner Erhöhung, Chakrenanhebung und deine Wahrheit eben auch klar zu äußern. Mutter Natur, das zeigt gerade in Verbindung mit der Sonne, dass es ganz wichtig ist, dich mit Mutter Natur zu verbinden, dir die Energie aus Mutter Natur zu holen und vielleicht mal wieder ein bisschen mehr in die Sonne gehen. Das scheint bei dir eingeschlafen zu sein. So, und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Nun lasst uns heute auf eine besondere Art und Weise ganz friedlich sein, ganz still werden und miteinander beten. Atme einmal tief ein und wieder aus. Lass alle Sorgen mal hinter dir und verbinde dich gedanklich mit dem Himmel, mit Gott und mit mir. Allmächtiger, himmlischer Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, berühre die Herzen aller, die dieses Gebet in diesem Augenblick hören. Ich bitte dich von ganzem Herzen, berühre die Seelen aller, die dieses Gebet hören und erleben. Ich bitte dich, allmächtiger Vater, öffne die Augen aller Menschen für die Wahrheit, für Klarheit und für alles, was in dieser Welt geschieht, damit jeder Mensch es ganz, ganz leicht hat, die Wahrheit im Herzen zu spüren und den Mut zu haben, diese an andere weiterzugeben. Ich bitte dich, allmächtiger Gott, ich weiß, bei dir ist alles möglich, wende Schaden von uns ab und hilf uns, in Freiheit und Frieden zu sein, wieder zu sein und dort zu bleiben. Von ganzem Herzen bitte ich dich um deine Liebe, um deine göttliche Intervention, um deinen Eingriff in dieser Situation, während du uns bei allem unterstützt, was wir brauchen, um wahrhaft glücklich zu sein. Allmächtiger Gott, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du mein Gebet erhörst, die Engel der Wahrheit über diesen Planeten schickst, die Engel des Mutes und die Engel der Kraft, um uns alle durch diese Zeit hindurchzutragen, und hilf uns, in unseren Herzen das Vertrauen in deine Liebe beizubehalten. Amen. Wenn du diesem Gebet zustimmst, dann schreibe wie immer dreimal Amen 777 in die Kommentare und ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Weg bewachen
führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen. Udo Wolfmann. Tschüss.